Ja! Aber kann euer Stuhl das? Kauft jetzt meinen Stuhl und joint der Stuhlgang. Stuhlgang. Es ist Stuhlgang. Link in der Videobeschreibung. Kauft jetzt meinen Stuhl. Yay! Schau Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Video. Mit dabei ist heute der liebe SK Show. Hi! YouTube! Schön, dass du kaum laut bist, meine Freunde. Schaut auf jeden Fall mal gerne hier in den Itemshop und kauft euch alle Skins. Und unterstützt mit diesem Kauf Revinzeit. Also Leute, nutzt auf jeden Fall meinen Creator-Code. Das ist Februar mittlerweile, aber die Einkommensverhältnisse haben sich nicht gebessert bei mir. Also ich muss irgendwie auch mal mir eine Gucci-Jacke für 1000 Euro kaufen können. Ja, also das ist schon wichtig. 1000? Leute, Alter, wir haben für heute was ganz Besonderes vorbereitet. Und zwar habe ich euch gestern Abend hier auf Twitter und hier auf Instagram und hier auf dem Community-Tab, glaube ich. Nee, am Community-Tab nicht, dann war jetzt hier einfach irgendwas anderes zu sehen, keine Ahnung. Nach Codes gefragt für verschiedene Creative-Inseln. So, Leute, ich werde mir jetzt diese Inseln einfach reinziehen. Ich habe keine Ahnung, was ihr mir da geschickt habt. Da werden sicherlich auch ein paar Sachen von euch dabei sein. Es gibt ja den einen oder anderen von euch, der sogar einen Map-Code bekommen hat. Und ich bin mal gespannt, was uns da jetzt erwartet, Leute. Wir sind komplette Random-Inseln, das heißt, wir haben gar keine Ahnung, was jetzt hier uns überhaupt erwartet. Ja, alles klar. Ich würde sagen, wir gehen jetzt hier erstmal hin und legen den ersten Inselcode quasi fest, meine Freunde. Insel wählen. Schauen wir mal ganz kurz, was der jetzt lädt. Wir dürfen auch oben nicht aufs Bild gucken. Wir gehen direkt rein. Okay, was haben wir hier? Alter, das sieht heftig aus. Warte mal, Moment. Was lädt denn hier gerade? Alter, ist das eine komplette Stadt hier? Hey, guck mal hier. Was denn? Heute bin ich hier. Du bist Fan. Geh runter. Warte mal. Okay, wir machen einmal ganz das Spiel starten. Ich habe keine Ahnung, was für ein Game das ist. Tobi, wir killen es jetzt erstmal nicht. Ja, ich fetz dich. Wir machen immer einen 1-1 auf der Map. Nein. Hey, wo bist du? Ich hab keine... Dann habe ich die erste Runde an der Stelle schon mal geholt. So, schauen wir mal, was der Koss am Mick hier reingeschrieben hat. Ich bin mal gespannt. So, schauen wir mal ganz kurz, meine Freunde, was uns sich dahinter versteckt. Oh, Alter! Das ist der Rising Ice Dragon. Okay, das ist Alter, crazy. What? Das ist... Oh Gott, okay, was? Das ist heftig, Junge. Das ist heftig, Digga. Wie ist der denn gebaut? Tobi? Das war ein Spaß, ja. Digga, übel. Okay, das ist einmal auf The Block hier erstellt worden. Guck mal, Digga, auf dieser... Alter, wie geil ist das, dass die ganzen Fahrzeuge so drinstecken? Nee. Doch, da hat sich aber jemand echt richtig Gedanken gemacht, ey. Ah, der krass. Hat für The Block gemacht. Das, eigentlich ist das ein ziemlich cooles The Block, muss ich ganz ehrlich sagen, oder? Okay, Leute, schaut euch das Ding mal an. Wir gehen mal ganz von oben das komplette Ding hier einmal abfahren. Ich bin im Mund, Hilfe! Heftig, Alter, wirklich ein krankes Ding, wirklich. Die Krallen sind extrem gut gemacht, wirklich. Also das ist schon extrem heftig hier. Junge, Alter. Junge, Junge. Okay, Leute, das ist auf jeden Fall bis dato mein Favorite. Ich meine, gut, wir hatten bis jetzt erst zwei Maps. Wirklich, wirklich geil. Einfach nur geil. Gefällt mir richtig gut. Hier brauchen wir, glaube ich, das Spiel nicht starten. Das wird auch wieder ein ganz normales Battle-Ding hier sein. Also wirklich extrem krass, extrem krass. Ich würde sagen, wir gehen mal zurück zum Kreativzentrum, meine Freunde. Schauen uns die nächste Map an. So, wählen wir die nächste Mal Insel. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ich kann nicht mit Zahlen umgehen. Okay, warte, wir machen mal eine Stage. Okay, ich habe jetzt keinen Bock, da durchzulaufen einmal. Ja, einfach ein Death Run, Leute. Nichts Besonderes. Das kennen wir ja schon alles. Haben wir schon alles bis 10.000 Mal gesehen. Gehen wir wieder zurück ins Kreativzentrum, Leute. Ah, hier haben wir eine Insel. Okay, was haben wir hier? Oh, irgend so eine Battle Map mal wieder. Nee, das ist eine Hide and Seek Map, glaube ich. Aber es ist eine geile Map eigentlich, oder? Guck mal, kann man hier auch sich verstecken zum Beispiel. Wir spielen kurz eine Runde Hide and Seek, okay? Okay. Okay, erstmal einen kurzen Überblick über die Map. Sieht auf jeden Fall echt geil aus mit diesen kaputten Teilen hier. Gefällt mir richtig gut. Erinnert mich so voll an Walking Dead irgendwie. Keine Ahnung wieso. Wo bist du? Ah, da unten bei dem Haus. Okay, okay, okay. Jetzt geht's aber los hier, Digga. Jetzt fängt der eklige Kram wieder an. Komm ich hier raus? Ja, ne? Komm mal hier raus? Nee. Tobi, ich hab dich gesehen. Also. Nein. Tobi. Was erwartest du von Tobi, mir? Tobi, so spielt man nicht Hide-and-Seek. Tobi, bitte. Leute, ihr kennt keinen, der so gut war. Ich glaube, es ist mehr eine Battle-Map als eine Hide-and-Seek-Map. Wie gesagt, alle Codes sind natürlich von Thomas fachmännischerweise auch in die Videobeschreibung eingefügt worden. Auf geht's zur nächsten Map. Okay, was haben wir hier? Oh, oh, wow, wow, da bin ich jetzt gespannt. Ich komme mal mit dir. Ja, was ist das? Alter, was? Was ist das? Lol. Hey, warte mal. Das könnte aber vom Aufbau her eine TTT-Map sein. Das hier ist ein Eissee. Spawnpoint. Ja, ja, aber... Aber, Digga, die sieht mega geil aus, finde ich. Boah, Alter, wie dicht die bewachsen ist hier, oder? Naja, ist wie, ja. Boah, Alter, ey, schau dir das mal hier an. Aber Junge, die sieht mega geil aus. Ich bin in so einer Höhle drin, Alter. Was? Hä, was? Warte mal, ich komm zu dir. Wir starten mal ganz kurz das Spiel, Bro. Ich versteck mich. Digga, wie es aufgebaut ist, es sieht aus wie... Ah, ich muss dich jetzt suchen, Digga, ich muss dich jetzt suchen, okay. Ich bin der Sucher. 1 gegen 1, 1 Sieg, ich komme. Na, wow. Digga, ich habe hier ein Golfkart. Ey, ist das krank. Okay, das ist eine richtig heftige 1 Sieg. Alter, das sieht ja aus wie ein
dem Videospiel hier. Tobi, also... Okay, ich renne noch einmal da vorne in die Höhle rein, Leute. Aber die Map ist extrem krass geworden. Alter, wo muss ich denn hier hin? Das hier finde ich halt am heftigsten. Guck mal hier, warte, hier vorne war jetzt wirklich so eine Höhle, Digga. Ach, guck mal, ne? Wo man so komplett... Ey, yo, als ob, Junge, die ist komplett begehbar, diese Höhle. Junge, bin ich jetzt auf einer anderen... Ah, nee, ich glaube, jetzt bin ich da... Ah, jetzt bin ich beim Eissee. Digga, hier ist übelst das geile Dorf einfach aufgebaut, wurde. Hä, okay, Leute. Ich bin in dieser Höhle gewesen, Digga. Das ist schon crazy. Ich sehe die Höhle. Ich sehe die Höhle. Das sieht übelst geil aus. Aber mit diesen abgesteckten Wegen so, ne? Ja, ja. Und das sind so Häuser und da ist der Weg so extra schön gemacht und sowas. Ich sehe dich da laufen sogar gerade. Okay, das ist schon crazy, Alter. Ich meine, da kann man übel geil Roleplay machen. Ist so, Alter. Wir machen so, okay, warte, ich gehe in das Haus rein. Guten Tag. Ah! Dann habe ich alle umgebracht. Das war mein Roleplay. Wie fandest du es bis dato? Guten Tag. Ich höre dich ja. Wo bist du? Du hast mich nicht gesehen! Hör auf! Stopp! Nein! Ich wollte gerade dein Roleplay mitspielen. Das ist unfair. Hör auf! Hey, hier muss ja noch mehr sein, oder? Also die Höhle ist schon echt crazy, Digga. Okay, Leute, das ist auf jeden Fall eine der besten Hide-and-Seek-Maps, die ich jemals gesehen habe bis dato. Ich finde, also, es da ist gibt's die auf beste. Jeden Fall. Und die schönste halt, meine ich. Ja, es gibt halt wirklich krank viele Verstecke. Also ich glaube, als hier mal Hide-and-Seek mit 16 Leuten drauf zu spielen, wenn ihr darauf Bock habt, lasst mal einen Daumen nach oben da. Juhu! Extrem starke Map, ich würde sagen. Wir schauen uns ja die nächste an. Hat mir extrem gut gefallen. Fortnite X Portal, Alter. Eine Portal-Map, Junge. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier bin. Was ist da in der Luft gebaut? Alter, ich weiß es nicht. Wir lassen es erstmal ganz was hier alles was generieren, ist, Leute. Okay, alles klar. Ich würde sagen, wir starten einfach das Spiel. Tobi, gut, wir gehen hier runter. Oh, View Portal. Du musst Portal-Sounds immer machen. Achso, okay. So, jetzt müssen wir hier das Rätsel lösen. Hier ist ein Reifen. Springen wir da drauf, dann springen wir da rüber. Oh, das habe ich vergessen. Hier rüber auf das Regal. Genau, und jetzt hier rüber auf das Geländer-Ding. Auf das hier? Ja. Stark! Aha, und jetzt? Jetzt sind wir hier rüber. Jetzt da rüber, ja. Jetzt Portal-Sound nicht vergessen. Okay. Ah, du checkst es gerade, Digga, du musst schon den Effekt hier gucken. Hä? Wir sind jetzt hier oben, wir sind in das Portal da drüben ah, gegangen. Ah, und sind jetzt quasi hier rausgekommen. Ah, ja. Okay. Ah. Okay, was ist da unten? Lass uns das nicht zu schnell machen hier. Ich will runter. Ich weiß nicht wie, aber ich bin gestorben. Man darf, glaube ich, nicht nach unten. So. Hä? Wo bist du hin? Ich bin fertig. Wie? Warte. So, ich hab die eine Stufe schon geschafft, Tobi. Ich bin schon bei Stufe 4. Warum? Weil du schlecht bist. Okay, Leute, ich denke mal, wir spielen jetzt die ganze Map durch, aber im Großen und Ganzen echt extrem nice Geschichte hier mit dieser Portal-Sache. Also Portal auch eines meiner Favorite Games damals gewesen. Hat echt eine Menge Bock gemacht. Habe ich ja damals mit dem guten Manulzen von Broken Sums durchgespielt sogar. Das war ich mal was Innovatives, Alter. Das ist kein komischer, du hast 200 Fallen, denen du ausweichen musst, Jump'n'Run-Ding, sondern halt was anderes mal. So, du Alter, halt war das ein Front gegen Montana Black? Nee, das jetzt nicht, aber... War das ein Front? Tobi, lass mich jetzt mal bitte ausreden einfach. Ja, das wäre wirklich nett. Dankeschön. Du bist bei 5, ja, moin. Ich bin irgendwo hängen geblieben. Leute, zurück zum Kreditzentrum. Nächste Map. Können wir mal ganz kurz, was uns da erwartet? Oh, Alter. Eine Blockquest. Alter. Oh. Okay, das ist cool. Alter, mit diesen Baumhäusern hier. Das ist ja mal geil gemacht, Alter. Leute, jetzt mal Real Talk. Ich wollte mit Schmocki und Horika mal zusammensetzen, auch mal für diese Block was bauen nach meinem Urlaub. Wir wollten so eine riesige Baumhaus-City bauen. Hättet ihr Bock, dass wir das mal als Format/Stream-Ding irgendwie so machen? Das merkt auf jeden Fall jetzt hier schon mal Like-Button. Ey, die gefällt mir ganz gut. Abgesehen davon, dass hier halt ein Betonboden ist, ist es eigentlich eine echt nette Map. Tobi, was ist dein gottverdammtes Problem? Lass mich doch einfach in Ruhe. Du. Hör auf, warte, ich bin low. Oh. Ah, du wolltest natürlich, aber es ging nicht. Du willst immer bauen, ne? Nee. Wollen wir. Da hinten ist noch was. Das sind bloß Teile vom Haus. Lass mich jetzt. Du kannst mich nicht leben kriegen. Doch, kannst du. Bleib doch jetzt stehen, Alter. Was denn? Tobi, bleib mal, da jetzt mal. Da hinten ist Paradise Palms. Tobi, bitte bleib stehen. Tobi, guck. Bleib mal ganz mal stehen. Ich will dir den Tanz zeigen. Nee. Ja, die war auf jeden Fall ganz nice mit diesen komischen Baumhäusern. Fand ich ganz cool. Ja, genau. Guck mal ganz kurz, was wir hier haben. So. Hör auf jetzt. Aua, ich hab doch gesagt, nicht einmal hauen. Schuld. Guck mal ganz kurz, was wir hier haben. Na, Eis. Oh. Du bist hier in der Eismap. Nur der große Gigant kann dich hier durchbekommen. Ich dreh mich um, du bist tot. Einfach keinen Bock mehr gehabt zu leben, Alter, wenn ich so einen Scheiß mitmachen muss. Alter. Okay, das ist cool. Das ist cool. Boah, nice, Junge. Ey, das ist ja mal ultra cool. Kann man hier auch was machen? Nee, ich glaub nicht, aber es ist einfach eine Höhle. Ja. Ah, hier geht's dann weiter hier oben. Das ist wirklich ein Jump'n'Run. Wie komme ich denn hier überhaupt hoch? Hier. Zack. Zack. Ja, ist halt Jump'n'Run jetzt. Und jetzt wohin? Da links rüber auf die Kiste. Genau. Und jetzt muss man. Ich bin dann hier rüber. Du bist da. Wie kannst du das überleben? Aber da braucht man Skill für den Jump. Ah. Jetzt hör auf! Ich will mit dir zusammen das Jump'n'Run machen. Ey! Da braucht man halt Skill für den Jump, ne? Ja, viel Spaß. Schaffst du nicht. Hä? Natürlich schaffe ich das.
Mann, okay, Leute, extrem nices Jump'n'Run, brauchen wir es jetzt auch gar nicht weiter angucken. Okay, wir hatten eine Höhlen-Map, wir hatten eine China-Map, wir hatten eigentlich schon fast alles. Ich bin mal gespannt, ob es noch irgendwas gibt, was uns übertrieben überrascht. Also bis jetzt war es für mich auf jeden Fall der Eisdrache, der richtig, richtig heftig gewesen ist. Den fand ich am krassesten von allen. Okay, was ist das hier? Eine Map. Sieht jetzt schon mal aus wie, danke dafür, Tobi, das ist die Titanic! Das ist die gottverdammte Titanic, Alter! Alter! Leonardo! Leonardo, nein! Leonardo, komm zurück! Leonardo, tut nicht mehr an, bitte, Leonardo! Alter! Komm, ich könnte ja ein Szenario mal nachspielen. Oh mein Gott, hier hat jemand die Alter, gottverdammte... Alter, die sind alle Rollen und so. My dreams, I see... Ah, hier ist dann Wasser gewesen, weil die ganze Titanic war ja voller Wasser. Ja, weil die halt untergegangen ist, Tobi. Ja. Motorraum! Motorraum! Ich bin's, Manni. Ich arbeite bei der Titanic als Motormeister. Alter, wir machen eine Kreuzfahrt. Ja. Okay, Roleplay ab jetzt. Schatz, was ist denn das für ein Knacksen? Leonardo, ich weiß nicht. Ich glaube, Eisberg oder so. Leonardo. Leonardo, komm, geh die Treppe hoch. Das ist Lastwagen, Leonardo, warum? Leonardo, hier ist unser Zimmer gleich. Guck mal. Aber warte mal, hier gibt es ein Safe-Zimmer mit Fensterblick. Komm mal hierher. Hier sind die mit Fenster. Wo bist du? Leonardo, ich bin bei fremden Leuten im Badewanne drin. Leonardo, komm schnell. Leonardo, ich tanze bei denen im Badewanne. Leonardo! Tu mir raus, ey! Leonardo, bitte! Guck mal, hier ist ein Bett für uns. Leonardo, Watson, die Zweiten, ich will mal sehen hier, wo ey, Schatz, wir müssen essen gehen, es gibt gleich Essen. Okay, hier oben ist alles leer. Das sieht wirklich aus wie bei Titanic hier, das hier, diese Treppen. Das hier ist einfach die... Oh, das ist einfach die Titanic. Wer den Film gesehen hat, gibt jetzt ein Like. Ja, wer auch geweint hat, am Ende gibt ein Like. Oh, Leonardo, hier ist ein Boss-Suite. Guck mal hier, Alter. Boah, ey, mit großen Triple-Bett. Ich buch doch auch kein Kack hier. Komm mal her, bitte. Leonardo, die Zimmer sind echt leblos eingerichtet. Leute, das war's von... Achtung, ein Eisberg. Leonardo, ich tu ins Wasser gehen. Eisberg. Eiskalt, bin gefroren. Leute, das war's auf jeden Fall für diesem wunderschönen Random Maps Video. Wenn ihr weitere Folgen davon sehen wollt, schreibt uns auf jeden Fall gerne weitere Random Maps in die Kommentare. Ich würde mich sehr darüber freuen, Leute. Schaut auf jeden Fall lieber Escation vorbei. Folgt mir auf Instagram, nutzt meinen Code, kauft meinen Stuhl. Ach, alles, macht einfach alles, was ich euch sage. Macht's gut, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.